Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, direkt vor Erwäsch, wir Piraten stimmen dem Projekt de Loi 2706, also das DASH-Gesetz, mit. Ich sage aber vor Erwäsch, wir gehen uns nicht mit diesem Text zufrieden, aber verlangen es wie von Dispositionen, und dementsprechend habe ich auch Motion, die Jogipfrein Halbande Madden erschrieben hat, gerne Madden erschrieben. Wir Piraten begrüßen den Plus und Transparenz und reglementierten Kader, den wir mit diesem Gesetz kriegen. Junker, die im Kontext von ihrer Ausbildung oder ihren Studien ein Stage wollen oder müssen machen, haben oft noch wenig bis keine Berufserfahrung. Sie sind fertig mit ihrer Formation, stehen sie ganz am Anfang von ihrer beruflichen Karriere. Viele Junker, die in Aufschuss sind, sich in der Wehr- und Berufsleben dürfen immer mehr oft über die freiwilligen, oft unbezahlten Stage. Und effektiv, Studentinnen und Studenten machen frisch Diplomierte, kriegen durch Stage machen für alle Mappes, wertvoll Praxiswissen. Praktisch aus einer Einsetzung beim Beruf um Terrain schärft den Blick für das Gelehrt, stärkt Selbstbewusstsein und gibt den jungen Perspektiven auf seinem beruflichen Werdegang. Stages sind heute stärkst zu einem festen Bestandteil von Ausbildungen an der Schule und der Europäischen Union gehen. Dafür also der Priori gut an diesem Text zu legiferieren, Transparenz und klare Regeln an Stagepraxis zu bringen. Wir bedauern aber, dass das Projekt de Loi so wie in uns vielleicht nicht komplett ist. Ob manche Plätzen zu weit geht, ob anderen aber nicht weit genug. Wir riskieren, dass diesen Text Barrieren setzt, sowohl für die Schüler und Studenten, auch für die Employer. Hier gilt es Stärken und Schwächen von diesem Gesetz zu suivieren, alle K-Echeon zu adaptieren. Für genau zu wissen, wo wir müssen noch besser brauchen, die Suivi, die wir an der Motion fordern. Die Damen und Herren, bisweil befinden wir uns, was das nur geht, an einem Wiet-Juridik. Der nächste Projekt von diesem Gesetz hat als primär Ziel, als erstes mal klar und transparent Regeln für den Umgang mit Stagiaren zu etablieren. Für diese Mal hat der Komitee Permanent du Travail et de l'Emploi sich mit der ASL zusammengesetzt, für den entsprechenden Kader legal auszuschaffen. Auch Proposen von der CSL sind auch schon mal da geflossen. Lust mich aber eine Frage stellen. Wie kann es sein, dass in einem Land wie Luxemburg so lange gewartet wird, für Kader legal für Stagien zu schaffen? Stages sind, Herr Präsident, nur wirklich keine neue Erscheinung. Weder die Entreprise noch die Studenten wussten, was die Rechte und Obligationen an dem Kontext waren. Das ist problematisch. Ah ja, wir Piraten sind immer froh, wenn zivilgesellschaftliche Akteure mit und in durchgeholt gehen, für Gesetzesproposen auszuschaffen. Wir hätten uns aber in diesem Fall, wie so oft, eine breit gesellschaftliche Konzertation von Anfang an gewünscht. Die Chambre de Commerce wird an ihrem Menschen wie kritisiert, nicht konsultiert, gehen zu sehen. Die Chambre des Métiers ist am Vielfalt vom ersten Projekt auch nicht mehr da gebunden gehen. Es wird aber auch gemerkt, dass neben der ASL, die die Vertretung von den Studenten zirkeln ist, auch Dunell als Vertretung von den studentischen Interessen als gleichberechtigten Verhandlungspartner hat müssten oder zumindest keinen Mat um durchsetzen. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Zivilgesellschaft konsultieren, dann kommen wir haben den Courage. Und wir freuen alle Doktoren. Kommen wir uns alle mal durch den Tisch, wenn wir Gesetzestexte ausschaffen, die über möglichst breite gesellschaftliche Konsens bauen, wo wir nicht tun müssen, Amendemente über Amendemente akkumulieren, weil der jeweilige Akteur recht notrechtlich partizipieren konnte. Wir hätten gerne Gesetze aus einem Guss, Gesetze, wo im Vielfalt in Terra sondiert gehen, und als Gesetz im Kraft müssen Treton werden, dann zwiebeln gehen. Neben einer Konzertation gehört auch das Suivi von dem, was das Gesetz im Terrain bewirkt, zum Feedback-Loop von modernen und transparenten Legiferieren. Mit dem meisten Projekt lohnt es im Text, für den wir uns nach zu Stage verbessern und Stage-Kultur an den Unternehmen stärken. Das, was mit diesem Projekt Loi richtig kann gehen, ist leider fragwürdig. Die Obligation vom Bezahlen von freiwilligen Stagen, die mehr lang dauern als ein Monat, kann zum Beispiel dazu feiern, dass es Männer Plätze gibt. Das wäre konträr zu dem, was wir aus sich wollen machen, nämlich den Achse vereinfachen. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Jungen, die während seinem Stage just ein Bruchteil von dem verdient, was den um das nebendrun und Büro nebendrun verdient, an dem man dann nicht zuletzt über die Leben kann, wenn man nicht nach daheim wohnt, auch nicht wirklich geholfen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abü aus durch dieses Gesetzesprojekt auch noch nicht ausgeschlossen. Das gesagt, in der Mondrunde, dass beide Stagen und Kaskade nicht ausgeschlossen sind. Auch für die Patronen aus diesem Text eine weitere administrative und finanzielle Belastung. Wir hätten also so hier
gewünscht, dass ich beispielsweise über die Studentenbursen hätte eine Disposition für gesehen, für Leute, die Stage am Kader von mir eine Tüde machen, dafür einen zusätzlichen Burs zu akkordieren. Der Patron wird um den Last gehen und der Nachsicht zu den Stage wird unverändert bleiben. Herr Präsident, wir drohen das Stagegesetz mit, wünschen uns aber einen koordinierten Suivi von den aktuellen Dispositionen, wie sie sich dann an den nächsten Jahren auf Praxis und Terrain auswirken. Genauso wie die Motion nicht viel gesagt, die wir an dem Sinn auch werden mitdrohen. Ist so nicht merci. Ganz merci vielmals, Herr Clement. Die Regierung wird gut, den Herr Erbisminister Dan Kersch. Merci, Herr Präsident.